bin auch nicht ohne Bauchschmerzen, wenn ich so die Positionen angucke vom SPD-Fraktionschef Metzenich. Der ist da ja wohl zumindest anderer Meinung gewesen. Ja, der hat systematische Bauchschmerzen beim Militärischen, aber ich sehe nicht, also mit welchem Ansatz er denn anders der Ukraine jetzt helfen wollte, als indem man erstmal ihre Selbstverteidigung stärkt. Sie werden unmittelbar, jeden Tag direkt angegriffen von Soldaten, die vorrücken der russischen Armee. Und wenn sie vorgerückt sind und Gebiet besetzt haben, dann hat man inzwischen ja gesehen, was sie dort tun. Also da werden Menschen gefoltert und ermordet und verschleppt. Das kann ein souveräner Staat nicht zulassen, also die Ukraine nicht zulassen. Und wir als demokratische Gesellschaften des Westens können das nicht zulassen. Also insofern, da ist, glaube ich, da natürlich kann man immer diskutieren, aber da ist in der deutschen Politik ein breiter Konsens, dass auch militärische Hilfe nötig ist. Also nicht Hilfe, indem wir die Bundeswehr schicken. Wir sind nicht Teil, nicht Kriegspartei. Aber wir geben der Ukraine möglichst viel von dem, was sie braucht, um bestehen zu können.